Ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Ich habe mich hier eingebuddelt gehabt, damit hier nichts passiert. Und da sehe ich gerade, ich habe beim Essen gerade den Stecker rausgezogen. Für die Kopfhörer. Deswegen war ich gerade auf Boxen, so, ihr solltet aber nichts gehört haben. So, dann geht's mal weiter. Wir müssen zu Stelle, wie hieß die? Wir müssen zu Z62. Ups. Ja, dann buddeln wir uns mal durch da. Mit ordentlich Licht sollte das auch kein Problem darstellen. Mir fällt aber gerade auf, wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir keine Diamanten verbuddeln. Oh! Diese Geschöpfe meinte ich. Ja, wunderbar. Gehe ich am besten weiter mit der Spitzhacke vor. Haben wir unten also doch noch ein paar gefunden, zum Glück. So, muss ich echt, ich lege mir mal die Fackel hier rüber. Da muss ich nicht so oft umgreifen, nicht so lang. So, wir sind bei 50 fast, wir haben es gleich geschafft. Na komm, haben wir doch gleich, oder? So, wo sind wir? Bei 62. Rein theoretisch gesehen müsste ich mich jetzt oder nach oben buddeln. Auf eine Höhe von 62. So, es ist gerade ein bisschen dunkel. Aber man kann da durchspringen, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Denn wir wollen ja testen, ob das hier wirklich die Gegend ist, wo wir hin müssen. La la la. Boah, könnte noch ein bisschen dauern. Hier muss auch irgendwo Lava sein. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler und sterbe jetzt hier mal nicht. Das wäre gar nicht mal so lustig. Wir sollten aber gleich Sand auf den Kopf bekommen in großer Masse. Jep, das hab ich mir gedacht. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, gut. Dann würde ich mich jetzt hier nach unten. Diesmal mit Fackeln. Denn dann wissen wir jetzt, wo der Weg ist, können den von oben sehen und können dementsprechend jetzt gucken, wie wir die Treppe platzieren oder wie auch immer wir das hier runter machen wollen. Da habe ich mir noch nichts überlegt. So, da sind wir auch schon. Und jetzt geht's daran, den Rest der Mine auszuheben. So. Und vielleicht noch ein paar Diamanten dabei zu finden. Das ist gerade mega laut. Ich denke aber, das ist nur auf meinen Kopfhörern so laut gerade. So.
Oh, das könnte auf jeden Fall eine ganze Ecke dauern. Ich habe auch irgendwelche Gesprächsthemen. Diamanten. Gesprächsthema des Tages. Ich finde Diamanten cool. Ich glaube, ich werde mir dann auch eine Spitzhacke craften. Aus dem einfachen Grunde, damit ich eine Spitzhacke mit Glück bekomme. Ich weiß, vielleicht haben wir sogar noch eine, ich weiß es nicht. Wenn, dann wäre das sehr geil. Dann könnte ich nämlich mir ein paar Diamanten zurecht sammeln. Dann hätten wir kein Problem mehr mit Diamanten. Haben wir jetzt eigentlich auch so nicht unbedingt, aber... So, warte mal. Ich bin jetzt mal so dreist und lass die Kohle verkommen. Ich weiß, ihr könnt das gar nicht richtig fassen. Diese Dreistigkeit. So. Hier noch ganz schön. Das hat es weg. Nehme ich mal hier die Behutsamkeitshacke und schlage noch ein bisschen Stein weg, wenn wir noch was bekommen. So, und dann hier die gesamte Erde weg. Da finden wir vielleicht auch noch ein paar Diamanten. Oder auch nicht. Dachte ich, das ist ja schon mega lohnt jetzt, ey. Damals. Vorhin schon Diamanterz gefunden, jetzt Diamanterz gefunden. Also für euch sind das verschiedene Folgen natürlich. Für mich ist es ja dieselbe Aufnahme. So. War es anscheinend schon. Ich hole mir noch schnell den Rest. Von dem Zeug aus, das wir dann nicht mehr brauchen. Und dann schlagen wir uns hier mal wieder ein bisschen Stein ab. Ja, das müssen wir mit dem ganzen Tunnel jetzt machen. Dann verlegen wir die... Quatsch. Dann verlegen wir die Schienen überall im Tunnel. Dann müssen wir noch das Holzgerüst machen. Dann basteln wir uns hier noch einen Bahnhof hin. Und das war's dann eigentlich schon. Das habe ich gesagt. Das wird auf jeden Fall ganz ecke dauern. Also haben wir wieder eine weit entfernte Station, die wir normalerweise durch einen langen Marsch nur zu sich bekommen, die Tage bekommen. Können wir ganz einfach unterirdisch erreichen. Und das ist doch cool, dazu sollten die Stationen da sein. Boah. So. Wir haben lange nicht mehr unterirdisch gebaut und wir bekommen dadurch auch eine Menge Steine, die wir dann wieder im Nether benutzen können, wo wir auch noch bauen müssen. Auch da müssen wir die Brücke ja noch herstellen, die zwischen den beiden Regionen ist, die wir gewechselt haben. Es gibt noch eine ganze Menge zu tun. So, hier hinten haben wir noch ein bisschen... mal abbauen. Schätze, habe ich aber gerade gar nicht mehr. Moment. Wir ernten Stein ab, Stein ab, Stein ab.
fast viel Level ab. Ha, oh mein Gott, das war, der war jetzt so schlecht. So. Tada. Jetzt hier die nächste Abwand noch rauszimmern. So, da hier was und hier noch ein bisschen da. Und da haben wir ein größeres Stück schon geschafft. Lalalala. Ich muss ja sagen, ich habe es damals mega schade gefunden. Gronkh hat ja damals so eine U-Bahn gehabt bei sich und ich wollte immer, dass der die U-Bahn fertig baut. Er hat die nie fertiggestellt. Das fand ich mega schade. Das hat immer so richtig Spaß gemacht, wenn er unter die Erde gegangen ist und einfach mal unter Erde was gemacht hat, weil das eigentlich so sehr gut wie nie gemacht hat. Außer es vielleicht, als damals die Arena dann gebaut hat, aber als er angefangen hat, die Arena zu bauen, oh, da war schon irgendwie bei ihm die Lust raus, hat man so gemerkt. Obwohl die doch noch recht geil aussah, aber naja. Huch. Ich hab immer gehofft, dass er die Arena, dass er die U-Bahn bei der baut, aber hat er nie gemacht. Leider, leider. So, ich sehe also. Siehst du, machen wir sogar noch ein bisschen Kiesgut, das ist auch nicht schlecht. Das sogenannte Kiesgut. Und da noch zwei weg. Und da haben wir fast die 60 Felder hier ausgebaut. Wir müssen dann noch ungefähr das Dreifache von dem, was wir jetzt hier machen, noch einmal in Angriff nehmen. Wird auf jeden Fall ein wenig dauern. Ich weiß noch nicht, ob wir alles mit einmal machen werden. Also wir müssen das erstmal komplett alles so einrichten. Dann müssen wir mit dem Holz anfangen, das wird auch nochmal eine Ecke dauern. Und dann können wir die Schienen verlegen oder umgedreht, ist eigentlich relativ egal. Wahrscheinlich werde ich eher die Schienen verlegen, um einfach schnell hin und her reisen zu können. Da muss ich dann sehen, wie, wann, wo und weshalb. So. Weg. So, auch du gehst weg und da kommt auch noch was hin. Sehr schön, jetzt müssen wir nur noch die ganzen Erdgezuppelzeugs wegmachen. Dann haben wir wirklich die erste Stage geschafft. Müsste hier dann so weitergehen. Rein logisch gesehen müsste es so. Ich werde sich bestimmt wieder die ersten denken, der Vollidiot baut voll in die falsche Richtung. Keine Angst, ich habe mitbekommen, dass das die falsche Richtung ist. Aber dieser Weg hier, der führt ja unter den Ozean. Sozusagen direkt in unsere alte Welt hinein, in unsere andere Welt hinein. Darum führe ich den gleich mal mit. Weil wir werden ja sicher irgendwann später in die alte Welt zurückkehren. Und irgendwann haben wir dann vielleicht auch mal eine Verbindung zu der alten Welt. Und darum habe ich das einmal jetzt mal. Mitgeführt. Und schon mal geschaut, wie es dann aussehen würde, wo es dann lang gehen würde. Da haben wir es bald. So.
Und für uns geht's hier lang. So. Jetzt leuchtet das so hell, weil hier die Sonne so runterscheint, oder was? Ist das so hell?